ITB 2019, wir sind mal wieder in der Halle 3.1, wo die USA und andere Länder sind. Do you know who came up with the name the Big Easy? I think it's just a way of life in New Orleans. We enjoy life and we take it easy and everyone has a good time when they're in New Orleans. So it's an old slogan though. It's been around for a long time, yes. Also man weiß nicht mehr genau, wer diesen Begriff aufgebracht hat, aber die Leute in New Orleans, die lieben es, relaxed zu leben und keine Hektik zu haben. Und deshalb The Big Easy, das passt schon irgendwie. New Orleans ist eine Stadt mit einer wirklich faszinierenden Geschichte. Sie war lange Zeit französisch, war dann ein paar Jahrzehnte spanisch, dann wieder französisch. Und dann während der Napoleonischen Kriege brauchte Napoleon Geld, um seine Kriegskasse zu füllen. Und dann haben die USA ihm ein Angebot gemacht, haben gesagt, ja, für 5 Millionen Dollar oder so kaufen wir Louisiana. Das war viel größer als der heutige Bundesstaat Louisiana und durch diesen Kauf wurde das Gebiet der USA mehr als verdoppelt. Und heute aber ist in New Orleans eigentlich immer noch viel an französischer Kultur lebendig, glaube ich. I just talk about very briefly about the history of New Orleans, that it was French, then Spanish, then French again, until it was bought by the United States. But there is still some French culture alive in New Orleans. Oh, absolutely. We celebrated our tricentennial last year, so we celebrated 300 years, which is a big milestone for an American city. We're one of the oldest. But New Orleans is definitely a favorite among travelers because you can still feel the European influence, you know, the French, the Spanish architecture is everywhere because the French Quarter was rebuilt while the city was under Spanish rule. But also we have a large Vietnamese community. We have, you know, so many different cultures. Exactly, absolutely. So many influences that are throughout New Orleans, and you see that and taste it in our food, hear it in our music. You know, there's a great Caribbean influence, Cuban influence, you know, Preservation Hall, which is a traditional New Orleans institution for music. They recently went to Cuba to kind of see how the music bridges together and have a documentary out called Tuba to Cuba. So New Orleans is definitely one of those places that continues to evolve and grow, and our roots are deep in different nationalities, different influences. Yeah. New Orleans ist wirklich ein kultureller Schmelztiegel. Eben es gab die französische Epoche, dann die spanische und so weiter. Aber es gibt heutzutage auch ganz viele Vietnamesen in der Stadt, natürlich ganz viele Latinos. Es gibt die Preservation Hall, wo so die Jazz-Tradition konserviert wird, aber da gibt es auch eine entsprechende Band, die waren vor kurzem in Kuba. Man hat eine Fernsehdokumentation darüber gemacht, über die kulturellen Verbindungen da. Und man kann das natürlich alles auch in der Musik hören, man kann es im Essen hören. Also, da können wir gleich nochmal drüber reden, das ist natürlich ganz berühmt. Und es gibt eben viele, viele Anknüpfungspunkte für Kulturen aus aller Welt. Also New Orleans is very famous for the cuisine. Mm-hmm. So what would you recommend? What's the best thing about it? Oh, the flavor. I mean, any restaurant you go to, you can't pick a favorite because there's so many. But definitely come hungry because there's so many different places, whether you're having, you know, a 5-course meal at a really nice restaurant or like Commander's Palace or Restaurant Revolution, some really traditional ones, or whether you're grabbing a po' boy or a muffaletta while you're running around on the street or a beignet. Everything you eat in New Orleans is so good. Also man kann eigentlich sagen, das ist das Beste. Es gibt so viele verschiedene Restaurants, so viele verschiedene gastronomische Events. Das muss man einfach mal ausprobieren. Wie kommt man am besten nach New Orleans von Europa? What's the best way to get to New Orleans from Europe? Via Houston or Atlanta or? We actually have a direct flight seasonally through Condor from Frankfurt to New Orleans. So that is from June to September, which is a great way. Or we have a flight through British Airways from London. So you can connect in London to have a direct flight into New Orleans. Okay. Also es gibt während der Sommermonate mit Condor von Frankfurt aus eine Direktverbindung und ansonsten kann man auch mit British Airways direkt von London aus fliegen. Und was wäre die beste Zeit? What would be the best season to come?
There's really never a bad time to come. Spring and fall are beautiful. The weather's really nice. There's a lot of festivals going on. We have more than 135 festivals throughout the year. So there's any given weekend, there's two or three festivals going on. Our winters are really mild, so it's a great way to escape the cold. The summers are also a great time to find value. Hotels have really good deals. We have a culinary restaurant month. So depending on your priorities or when your flexibility is, there's always a good time to visit. Es kommt immer auf die jeweiligen persönlichen Prioritäten an. Es gibt 135 Festivals im Jahr in New Orleans. Also eigentlich jede Woche, an jedem Wochenende sind mehr als zwei Festivals. Und während der Sommermonate sind die Hotelpreise natürlich etwas niedriger. Im Winter hat man ein sehr angenehmes Klima. Da kann man dann vielleicht dem europäischen Winter entfliehen. Insofern lässt sich das alles während des ganzen Jahres gut erleben. Wenn man sich im Internet informieren will, wo findet man was? If people look for information on the net, where can they find it? NewOrleans.com is our website. Okay. That's keep it simple. Also NewOrleans.com, das kann man sich leicht merken. And thank you, Laura. Thank you very much.